So. Das ist wieder ein Rätsel. Wir müssen Urnen sammeln. Komische rote Urnen. Rote Urnen. Z. Es geht nach dorthin. Hier ist noch eine Urne. Konntet ihr gerade auch sehen, wie die aussehen? Nee, das sind solche roten Teile. So, und jetzt suche ich die letzte. Die ist bestimmt irgendwo ganz doof versteckt. Oder auch nicht. Ha. Sehr schön. Jetzt hätten wir die drei. Aber was bringt uns das? Empty the magic vault. Burn the Scarlet Lady in flame. Was? Burn the Scarlet Lady in flame by breaking the three scarlet urns. That will bring the fire. Ach so, okay, das haben wir ja jetzt schon gemacht. Have to stay calm. The mistress told me to empty the magic vault. Right. To do that, I burn the Scarlet Lady in flame, which I get by breaking the three scarlet urns. That will bring the fire. Of course. Now where are those urns? And why do I feel so strange? Am I dead? Nee. Du hast nur ein ziemlich langes Nickerchen genommen. Gut, jetzt haben wir Feuer. Naja, diese Frau sollte uns eigentlich über den Quest etwas erzählen, aber wir haben den Quest irgendwie schon vorher erhalten. Ja. Interesting. What have we here? How peculiar. Natürlich. Obwohl gar nichts mehr da ist. Die Stelle ist wohl ein bisschen buggy. Ja, komm. Ich hab gedacht, du zeigst mir langsam mal was anderes, Mädchen. That will bring the fire. Ist da jemand im Feuer? Oder ist da oben? Ich kann es nicht sehen. Ich hab das. Also, das Rätsel war jetzt ja pumpig einfach. Das darf nicht wahr sein! Jetzt werde ich gerade noch angerufen. Ah, bis nachher. So, tut mir leid wegen der kleinen Unterbrechung. Wir sind ja jetzt hier direkt wieder da und ich roll mit meinem Stuhl gerade mal über meine eigenen Schnürsenkel. Ja, dieser Anruf hatte etwas mit den Finanzen zu tun. Mit meinen persönlichen Finanzen. Und wo wir gerade dabei waren. Das Rätsel war pumpig einfach. Und ich muss jetzt eigentlich nur noch schauen, wo ich mit dem Rätsel hin muss. Weil es ist ja, that will bring the fire. Wir haben jetzt die drei Scarlet Urns kaputt gemacht. Und da ist Feuer. Das wird das Feuer bringen. Was ist denn, wenn ich hier versuche anzumachen? Das bringt nichts. Was kann ich denn anzünden? Ich habe jetzt leider nicht drauf geachtet, ob da vorher schon Feuer war. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die eigentlich das Feuer dann in einer anderen Farbe gemacht hätten, weil es dann magisch wäre oder so. Was ist da denn? Empty the Magic Vault. Was hieß Vault nochmal? Vault ist, glaube ich, Kammer. Burn the Scarlet Lady in Flame. Okay, by breaking the three urns. Das haben wir ja gemacht. Wir sollen einen Keller räumen. Einen magischen Keller. Was denn der magische Keller? Und warum kommt von da oben einfach nur unendlich viel Wasser? Das ist doch krank. Okay, und ich halte mich hier vielleicht schon zu lange auf. Was ist denn, wenn ich hier weitergehe? Geht die Tür dann zu? Geht die Tür dann zu? Wehe euch. Wo ist diese Kammer? Ja. Somebody please help me. So schnell ist der noch nie gewesen, der kleine Mensch.
So, ich würde das jetzt gern öffnen. Was war das denn? Tschüss. Execute. Unverwundbarkeit. Volle Kanne daneben. Egal. Der stirbt auch einfach mal in der Luft. Kratzt ihn ja auch nicht. Ah, voll daneben. Oh. Das hat sich angehört, als wäre hinter mir was gewesen. Naja. Aber mit dem was gewesen. Journal updated. Dark Tribe. Ach so, wir kämpfen gerade gar nicht mehr so richtig gegen die normalen Warger. Not unlike Reds, the Dark Tribe of Warger appears to have settled in Kalamor shortly after it was late to burn. Late to ruin. To burn, warum lese ich burn? No. The Dark Tribe is the most powerful of all the Warger tribes. Okay, das ist wahrscheinlich die Elite-Truppe der Warger. Sehr gut. It is unknown whether... Weather? Ich weiß gerade nicht, wie man das ausspricht. It is unknown whether to attribute this strange to the proximity. Proximity? Ich weiß manchmal nicht, wie ich manche Wörter aussprechen soll. To the heart of evil or the harsh lands. Nevertheless, the Warger are a force to be reckoned with. Sightings of them have come and gone over the years, growing more frequent since the demise of the Great Black Dragon. Das ist manchmal schlimm. Ich entschuldige mich gerade für das ziemlich schlechte Vorlesen, aber... Aber ich habe irgendwie ein Problem damit, dass bei mir gerne mal schnell eine eigene Blockade aufkommt, wenn ich mir bei Sachen unsicher bin. So, das war's. Ja, aber dort geht's jetzt weiter. Ah. Aber wenn das die Stärksten sind, warum kann ich die mit einem Schuss dann umbringen? Da. Der eine Typ bleibt einfach mal stehen. Auch. Schauen wir mal, was es hier gibt. Hier gibt es zwei nervige Warger. Gab es zwei nervige Warger? Was? Ich weiß gerade nicht, wer da redet. Das verwirrt mich. Vor allem sind da zwei, die durcheinander reden. Das macht die ganze Sache nicht unbedingt besser. Aber hier geht es wahrscheinlich noch weiter nach oben. Und, achso, unser Pfeil funkelt jetzt sehr wegen unserem Zauber. Stimmt ja. Und, alles klar bei dir? Ich bin gerade etwas verwirrt, ich. Burp, einfach gestorben. Das alles hier mit dem Anruf und so hat mich gerade ein bisschen aus der Bahn geschmissen. Tut mir leid, ich hoffe, ich finde jetzt sofort wieder rein. Was heißt sofort? Das wäre ja eigentlich jetzt wieder. Bam! Das ist dick. Hier war doch noch eine männliche Stimme, die. Nicht du! Nein, da hängt keiner dran. Ach so, der hat gebrabbelt. Und da ist ein Buch. Ich würde gerne an das Buch kommen, nur ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Vielleicht komme ich von der anderen Seite daran. Vielleicht auch nicht. Naja, anscheinend muss ich hier aber hoch. Es führt kein Weg dran vorbei. Oh, ein Leuchtegegner. Bam, und nochmal. Und komm, das war doch ins Gesicht. Da will ich auch einfrieren. Kedok, ja. Na toll. Jetzt kann ich den nicht einfrieren, weil Kedok so Spirenzkin machen musste. Weil er ihn zur Seite schießen musste. Wobei ich aber sagen muss, der Bogen, der sieht schon nicht schlecht aus. Nur die Textur könnte für ein Spiel... was gar nicht mal so alt ist, eigentlich schon etwas besser sein, finde ich. Oder es liegt an meinen Grafikeinstellungen, das weiß ich gar nicht.
Komm ich hier lang? Nein. Das würde heißen, dass wir dort hinten an das Buch kämen. Yay. Aber ja, ist gut. Na, daneben. Ich werde doch einen Kopfschuss verpassen. Auf das Scarlet Maid. Okay, jetzt wird's aber brenzlig. The whole city is burning. Jo, so schaut's aus. Hui. Wo bleibt Kaddock eigentlich? Nö, ich hab Angst runterzuspringen. Nein. Ich will nicht runterspringen. Ich darf nicht runterspringen. Ich hab Angst. Ja, genauso wie der. Der ist auch nah am Gang. Ach so, und das, an das tolle Buch kommen wir gar nicht erst. Ja, Kaddock spawnt sich mal hier unten hin. Und ich glaube, das Rätsel haben wir verkackt. Naja. We'd better find that king and soon. Yes, before this whole city collapses on top of him. And us. Natürlich. There. That must be the aqueduct. After you, girl. Wir sind jetzt auf dem Aquädukt. Okay. Das heißt, wir haben das Rätsel jetzt endgültig verkackt, oder was? Und das wird gespeichert. Interessanterweise dürfen wir hier nicht lang. Okay, auch wenn es da nicht weitergeht, aber es ist trotzdem ein bisschen doof. Ach so, jetzt erklärt sich auch, warum der eben die ganze Zeit Wasser runtergeführt ist. Oh, das erinnert mich gerade so sehr an Brutal Legend. Watch out, the bridge is collapsing! Ach, hey. Ja, das erklärt, das erklärt jetzt nicht mehr, warum da jetzt ständig Wasser noch weiterläuft. Wo kommt das Wasser denn her? Oh mein Gott. Logikfehler. Oh mein Gott, das Spiel muss deshalb verdammt werden. Los, alles nieder. Es gibt doch keinen Fallschaden, ne? Einfach runterspringen. Ja, hier ist nochmal das tolle Buch, ne? Was ist das eigentlich für eins? Mit einem Schlüsselloch. Wieso hat das Buch ein Schlüsselloch? Die sind ja echt cool drauf hier in dieser interessanten Welt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Welt hier heißt. Hat die Welt überhaupt einen Namen? Gag. Irgendwas ist hier gerade kurz rumgegaggt. Gag. Ja. Ja, vielleicht geht das kaputt. Gag, 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 gag. Mein Gott, was ist denn jetzt los? Meine Güte. Oh. Ja, ist gut. Darf ich? Oh, wie das einfach nur aufregt. Und jetzt... Ja, das dachte ich mir schon. Okay, versuchen wir jetzt erstmal, um den Dicken hier zu kümmern. So. Wieso kann ich den nicht treffen? Boah. Das darf nicht wahr sein. Yeah, I'm down. You must help me. Oh, danke. Das war so nötig. Dann können wir nochmal execute. Wobei das mittlerweile irgendwie auch... Meine Güte, was ist denn hier los? Daneben geschossen. Getroffen. Wir haben 16 Kristalle. Viel zu viel, meiner Meinung nach. Wofür sollen wir die denn alles noch verwenden? Oh, jedes Mal werde ich interrupted. Ah, das Spiel ist schon nicht leicht. Besonders nicht auf Hardcore. Aber das ist halt so. Boah! Hättest du die Güte? Ah, du hast keine Filiolen mehr, ne? Oh, doch. Ja, aber du brauchst einen freien Weg. Ah, das ist super. Wo ist denn da hinten noch so? Wo? Oh, den sieht man doch gar nicht. Ja, ich darf mich auch bewegen, ne? Kaddick.
Hallo, Kenner, komm mal her. Ja, gut, dass du noch eins hast. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Ja. Aber wirklich mal. Boah. Exkrementös ist das hier. Meine Güte. Exkrementös. Das Deckungssystem benutzt sich eigentlich auch viel zu selten. Naja, bin ich selber dran schuld. Shall we see if this